Ich habe mit den Informationen aus der Raffinerie einen Prototyp gebaut. Ich könnte den Panzer aufhalten, aber wir brauchen einen Feldtest. Theo wartet an diesen Koordinaten. Ich bleibe bei Mario. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge Just Cause 3. Diesmal mit einer anderen Perspektive. Ich bin jetzt zurzeit noch ausprobieren. Öffnen wir mal die Karte. Da. Eine lange und gefährliche Straße. Wegpunkt setzen. Fast 4 Kilometer. Starkes Auto, Alter. Der haut einen Baum einfach um. Leute, sollen wir das einnehmen zuerst? Das schreit nur danach. Sehr schön. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Na? Das ist immer wieder schön. Nein. So. Was haben wir noch? Wir versuchen mal, es ohne zu schießen einzunehmen. Mal schauen, vielleicht wird das klappen. Was fehlt noch? Ah, da haben wir es doch. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Dumm gelaufen. 2 von 7 Ansiedlungen befreit. Sehr schön. Ich krieg euch alle. Einen nach dem anderen. So sieht's aus. Sorry, es hat gejuckt. Wer hat denn auf mich geschossen, Alter? Entschuldigung. So, wir fahren weiter. Huch. Schützenposition einnehmen. Okay. Ach, guck mal, da ist ja noch was. Ah, das nehmen wir auch ein. Boah, aber hier ist auch so ein fettes Ding, oder? Da war sehr hässlich. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Das müsste reichen. Ah, ich mach zur Sicherheit mal 2 Stück. So, was haben wir noch? Ja. Müssen wir mal einmal gucken. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Da haben wir es doch. Aufnehmen.
kein Problem. 3 von 7 Ansiedlungen befreit. Kinderspiel. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Jawohl. Ja, so sieht's aus. Darf ich einmal? Langsam, Rico. Ja. Das ist der wahre General. Oh, danke. So, wo lang müssen wir? Hier links. Na? Eine lange und gefährliche Straße, ich komme. Wie viel haben wir noch? Boah, locker noch 3 Kilometer. Ich hab's jetzt nicht... Doch, da. Jetzt sehe ich das. 3 Kilometer. Ja, Leute, ich habe das jetzt mal beobachtet. Meinen letzten Vlog. Den blende ich euch hier irgendwo ein. Haben viele gesehen, aber ich habe wenig Kommentare gelesen. Ich habe nur einen Kollegen gesehen, glaube ich, der es kommentiert hat. Danke nochmal dafür. Aber ich habe mehr erhofft, weil, ja klar, eure Meinung ist mir wichtig. Kritik ist mir auch wichtig, klar. Also haut mal ein bisschen rein. Schreibt mal hier eure Meinung. Das wäre super nett. Ansiedlung entdeckt. Wo denn? Da drüber oder was? Schauen wir noch nachher nach. Der hat kein Nitro. Wir sind andauernd im Visier. Die Stelle nehme ich auch ein. Genau. So, was haben wir noch? Irgendwelche Tanks. Oh, alle schießen. Alle schießen. Da. Eine von 5 Ansiedlungen, okay. Okay, wir haben noch 400 Meter bis zum Ziel. Wingsuit. Ja. Mission starten. Da bin ich mal gespannt. Rico, zweifellos ist deine Freundin Dima eine brillante theoretische Wissenschaftlerin. Hm. Aber das Gerät in dieser Bauweise kann die Ladung nicht speichern. Es wird schon funktionieren. Habt ihr das nicht im Labor mit dem Panzer getestet? Eigentlich schon, aber wir mussten ein paar Teile des Panzers dafür benutzen. Deswegen konnten wir es nicht testen. Toll, das hat mich einen wertvollen Panzer gekostet. Also sieh zu, dass wir das hinkriegen. Du musst dir keine Sorgen machen. Wenn nicht alles in die Luft fliegt und uns tötet. Hey, ich kann dich hören. Dima, was meint er damit? Kann das Ding explodieren? Ach, Geschwafel. Blödsinn. Die Energie verteilt sich, sobald vorher zerreißt es das Gerät. Also was machen wir jetzt? Ein Feldversuch. Wir müssen an funktionierenden Panzern testen. Das Gerät hat nur genug Energie für eine Entladung. Eine Explosion. Das reicht. Danke, Dima. Entschuldige. Hör mal, dein Freund Sheldon ist in der Höhle aufgetaucht. Er ist ein gefährlicher Mann. Er hat uns verraten, wo wir ein paar Bavarium-Panzer finden. Hat er das? Was für ein Zufall. Sheldon sorgt zurzeit für einen Zufall nach dem anderen.
Was hast du jetzt vor? Was haben wir für eine Wahl? Packen wir es an! Let's go, würde ich sagen. Bleib an uns dran, Rodriguez. Gleich gibt's Ärger. Ja. Dein Freund Sheldon ist wirklich bestens informiert. Will er dich aus irgendeinem Grund töten? Ist toll, jemanden wie ihn im Team zu haben. Sheldon ist sein eigenes Team. Kein Scheiß. Wir sollen alle beschützen. Annika, Theo und das EMP. Oh. Special-Einheit. Ja, fand ich auch. Die Kühlung hat was abgekriegt. Die macht's nicht mehr lange. Kriegst du das hin? Nicht in der Zeit, die wir haben. Finden wir raus, wie weit wir kommen. Na toll. Das klingt ja nach einem sicheren Plan. Also, woher denkst du, kamen diese Soldaten, Rodriguez? Routineüberprüfung? Wohl kaum. Sie sind hinter dem Truck mit dem EMP her. Die Ravello weiß etwas. Ein Maulwurf. Haltet die Augen offen, Leute. Okay. Oh mein Alles Gott. Klar. Fahren wir. Mein Fehler. Also, hier kommt ein Film nach dem anderen. Alter, der wirft mit einem scheiß Raketenwerfer, Alter. Noch was? Ja, ist gut, Leute, ist gut. Okay, das war's. Verschwinden wir von hier. Ich nehme natürlich den Panzer Damit mit. Damit das klar ist, nach der Nummer hier schuldest du uns noch einen Gefallen. Kommt weiter, Leute. Na, komm schon. Sehr gut.
Easy. Oh, komm schon. Boah, gib doch mal Gas. Er kommt nicht aus der Pötte. Ganz ruhig, Mann. Feindliches Motorrad zerstört. Ach komm schon, wir stecken fest, Rico. Boah, Jungs, regt mich nicht auf. Ich mach schon den Weg frei. Oh, scheiße. Verloren, Jungs. Guck mal, da falle ich doch mit runter. Ah, scheiße. Annika ist tot. Wiederholen. Nein, das war so eine dumme Aktion von mir. Da kommen mir die Tränen. Über die Brücke, schnell. Ah, jetzt habe ich meinen Panzer nicht mehr. Tolle Idee. Schätze, das ist eine Einbahnstraße. Ist doch kein Problem. Alter, wie viele auch noch? Und? Okay, alles klar. Fahren wir. Gut. Aber wie weit denn noch? Da kommen schon die nächsten, oder? Ja. Da kommen die nächsten. Panzer, die schicken tatsächlich Panzer. Wo sind Panzer? Habt ihr das gesehen? Alter! Hä? Noch mehr Panzer! Okay. Hinter uns kommen noch mehr! Wie viele sind das denn? Rodriguez, sobald wir drüben sind, spreng die Brücke! Damit rechnen sie nicht! Ja, aber wie denn? Was ist denn passiert? Da kommen Helikopter! Oh mein Gott, was ist denn da passiert gerade? Alter, und ich habe das überlebt, wisst ihr? Das ist schon... Was passiert denn hier alles? Junge, bist du behindert? Nicht trödeln!
Wir haben gekapert den Heli. Ganz ruhig, macht weiter. Ich bin immer hinter euch. Sie wussten, dass wir kommen. Sie haben uns erwartet. Das ist beunruhigend. Du hast eine Idee, woher die Ravello seine Infos hat, Rodriguez. Ich hätte nämlich eine. Nicht jetzt, Annika. Oh, reg dich ab, Amigo. Dann reden wir eben später. Boah, schaffe ich das überhaupt dadurch? Ich meine, so easy. Oh, Helikopter, Vorsicht! Ja, ich bin's. Ganz vorsichtig! Boah, wir schaffen's gerade noch. Meine Fresse. Da sind die Panzer. Wenigstens in diesem Punkt hat Sheldon nicht gelogen. Ups. Guck mal nach oben. Achso, das war's, okay. Sind wir nah genug dran? Ja. Schalt das Gerät an. Müssen wir erst landen? Da passiert gar nichts. EMP aktivieren. Die Autos gehen gleich hoch. Nichts wie weg hier. Ich gebe zu, ich bin enttäuscht, Mr. Sheldon. Tja, dann besprechen wir das doch bei einem Drink, Sebastiano. Mano a mano. Ich habe keine Zeit für Smalltalk, Mr. Sheldon. Vor 20 Jahren haben wir etwas vereinbart, Sie und ich. Sie halten Ihren Teil nicht ein und das enttäuscht mich. Also, Sie und Uncle Sam hatten einen Deal. Sie und ich. Wir haben darüber hinweggesehen, wie sie das Volk von Medici behandeln. Und wir haben auch darüber hinweggesehen, was sie Dima al-Masri angetan haben, die übrigens nur eine Leihgabe war. Und ich habe über Rico Rodriguez hinweggesehen. Bis jetzt. Wissen Sie noch, was wir abgemacht hatten? Natürlich weiß ich das noch, Sebastiano. Wirklich? Ich bin Herrscher über Medici. Sie versprachen mir eine Allianz mit den Vereinigten Staaten, was ich erledigt hatte, als der Junge, den ich für Sie zum Waisen gemacht habe, zurückgekehrt ist. Ein Junge, der wütend durch mein Land marschiert und mich vor meinem Volk wie einen Idioten aussehen lässt. Hören Sie, Sebastiano. Denken Sie, ich genieße es, vor meinem Volk wie ein Idiot auszusehen? Ich weiß, Sie haben ihm gezeigt, wie man meine Panzer zerstört. Ich sehe alles, was auf Medici passiert, sogar in dunklen, feuchten, kleinen Höhlen. Es gibt nichts, was meine Flammen nicht verbrennen können, Mr. Sheldon.
sie nicht wieder. Das gibt Ärger. Mission abgeschlossen. Eine lange und gefährliche Straße. Alle Einheiten zurück auf ihre Posten. Der Rebell ist entkommen. Hey, amigo. Ich hatte eben ein unerfreuliches Gespräch mit unserem gemeinsamen Freund Di Ravello. Schau doch mal in der Höhle vorbei, in der ihr euch eingenistet habt. Aha. So, Karte öffnen. Da. Ich kann keine Schnellreise dahin machen. Das ist blöd. Hört ihr das? Einfach mal gucken. Ja. Alter Schwede. Ja, wenn wir schon mal da sind, war also. Ich bin hier. Wir verlieren die Kontrolle. Schickt Unterstützung. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Halt die Schnauze, Opa. Ganz ehrlich. Ouch. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Ey, direkt ein Heli? Das Prinzip der Demokratie. Sie wissen, was man über Typen sagt, die große Statuen bauen. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Endlich getroffen. So, weiter. Direkt mal hier die fette Polizeistation. Versuchen einzunehmen. Das sollte ich vielleicht lieber lassen. Achtung! Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Okay. Haben wir noch? Ja. Ich finde nichts. Ich bin noch da, keine Sorge. So. Das könnte Ärger geben. Ich liebe Ärger. Ja. Stirb. Hä, wo ist denn jetzt diese eine Teil? Ich muss auf jeden Fall noch was in die Luft jagen. Einfach schnell auf die Karte schauen. Dann haben wir das auch. Geht das nicht mehr? Ah.
Aha. Okay. So. Ja, ich höre schon wieder seine Stimme. Das kann doch nicht wahr sein. So, die müssen wir jetzt aktivieren. Oder deaktivieren, was auch immer. Zack. Und ja. Yeah. Okay. Immer noch eins. Wo denn? Da. 50 Sekunden noch. Hallo? Das schaffen wir. Und. Yay! Jetzt können wir die Flagge hissen. Entschuldigung. Los geht's. Nö, nichts geht los. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Rico, Dima hat die hier gebastelt. Sie benutzen die Fahrzeuggeschwindigkeit zum Aufladen. Dann explodieren. Ja, ist gut. Olivio Moro, Stadt befreit. Olivio Bassatur. Passstraßenexplosion. Und Precipito Regatta. Schöner Name. Eine von 5 Ansiedlungen befreit. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber es ist ideal, um die Ravellos Truppen hochzujagen. Willst du es mal testen? Nee, ich möchte jetzt nichts testen, weil ich habe eine... Hallo? Was? Falls Sie in Olivio Moro wohnen, wissen Sie es vermutlich schon, aber... Ihre Stadt wurde befreit. Sollten Sie einen Soldaten der DRM sehen, bitten Sie einfach einen Rebellen, ihn aus der Stadt zu jagen. Pace e Libertad. Bla 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 bla. Ja, ich glaube, unser Wegpunkt ist immer noch dahin gesetzt. Und nicht gelöscht. Aber wieso zeigt er nichts an? Okay. Da, den schnappen wir uns. Ja, weil so... Ja. Hallo. Nee, abhauen bringt jetzt nichts. Ein guter Tag zum Schwimmen. Ah, die Dinger sind langsam. Alle Mann von Bord. Gut, wir haben jetzt mehrere Ansiedlungen befreit, eine Stadt befreit. Und ja, okay, eine Mission beendet. Jetzt gehen wir zu der nächsten Mission. Dann schauen wir weiter, was passiert. Warum hat der kein Turbo eigentlich? Gouda. Kouda. Ja, dadurch schaffen wir es. Easy. Grotto.
Mission starten. Ja, das könnte funktionieren. Keine Sorge, deinem Freund Mario geht's schon viel besser. Ich würde ihn aber noch nicht von hier wegbringen. Hattet ihr nicht gesagt, Sheldon wäre hier? Hey, schön, dass du auch vorbeischaust, Hombre. Wo ist dein Hut? Die Kurzversion. Die Ravello weiß, wo du bist und schickt eine gewaltige Armee, um dich zu töten. Wie konnte das nur passieren? Theo, komm. So eine freche Göre. Das ist aber schon ein erstaunlicher Zufall, Sheldon. Hey, so ist das nicht, Partner, und das weißt du auch. Ich wollte dich nur warnen, dass die Ravellos Flamme in diesem Moment zu dir unterwegs ist. Die Ravellos Truppen werden bald hier eintreffen, zerstören diesen EMP und töten dann Dima. Du spielst wie immer in beiden Teams, hm, Sheldon? Okay, dann mach mit der Information doch, was du willst. Wir sehen uns später, amigo. Seid ihr bereit für ein bisschen Action? Nett von dir, Rico, aber auf Selbstmord stehe ich nicht so. Kommt schon, Theo. Nein, nicht dieses Mal, Rico. Viel Glück. Dima, ist der EMP bereit? Ja, Theo hat Talent als Ingenieur. Das Gerät ist stabilisiert. Es wird nicht explodieren. Gut, dann schmeiß das Ding an. Wir werden es brauchen. Wir richten hier die Verteidigung. Oh, Rico, ich kann kämpfen. Mario, du musst es langsam angehen. Doch, das geht schon, Fratre. Dima bleibt bei mir und ich bleibe bei Dima. Pass auf dich auf, Fratre. Mario, beste Mann. Habe den EMP in den Hafen verlegt. Kann die Höhle von dort besser beschützen. Gut, halt dich von dem Teil fern. Wenigstens treffen sie so nicht beide Ziele mit einem Schuss. Ja, ja, warte. Ziele? Ich? Geh! Sei Rico Rodriguez. Sie dürfen das Gerät nicht zerstören, bevor wir es benutzen können. So, das EMP beschützen und Mario. Nee, nein, Alter. Ey. So, jetzt aber. Ja, okay, aber...
Geschütz. Okay. Nein, nein, nein. Bis ich da ankomme. Rico, beschütze das EMP-Gerät. Okay. Wo denn? Rico, der EMP ist schwer beschädigt. Du musst ihn besser beschützen. Ach nee. Mit Kopfnüssen, ja, normal. Kleine Sache. Ey, 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 hallo, hallo, hallo. Okay. Das deaktiviert alle Fahrzeuge. Hält Soldaten auf. Fallschirmspringer geortet. Bringe wir hinter uns. Du bist immer noch verletzt, Mario. Nein, nein, nein. Ich habe mich noch nie besser gefühlt. Pollenvision. Ja. Die holen wir uns auf jeden Fall. Da kommen noch mehr Soldaten, Rico. Und wo? Erledigt. Ja, die wollen bestimmt, dass ich diesen einen Punkt da auch noch mitkille. Ja. Ich glaube, das ist ein Bug. Okay, scheiß auf den Panzer. Na. Komm schon, das müssen wir schaffen. Pass auf, Rico. Der EMP ist schwer beschädigt. EMP zerstört. Gescheitert. Ich fass es nicht. Was werden die mir büßen? Elektromagnetischer Impuls bereit. Rico, feindliche Fahrzeuge sind jetzt in EMP-Reichweite. Wir werden überrannt, Rico. Benutzt den EMP. Mach ich. Die lassen mich nicht zu. Warte, jetzt. Mach das, Baby. Das müsste uns etwas Zeit verschaffen.
Attention, Rico! Die kommen sicher wieder! So, einen Sniper brauchen wir jetzt nicht. Rico, Fallschirmspringer! Schieß sie ab! Aber wo denn? Ach, da oben direkt. Bringt voll nichts. Ich gehe mal zu der MG. Hier, das geht nicht. Scheiße! Tatsächlich. Okay. Sag mal, sind die bescheuert oder was? Nein, ich will da hoch, Alter. Zu diesen einen Geschützen. Das ist ja krass. Ich krieg das nicht hin. Na, und jetzt? Helikopter im Anflug, sie greifen den EMP an! Landungsboote, Gefahr! Wo? Ja, ist leicht zu sagen. Benutze den EMP. Feindliche Fahrzeuge in Reichweite. Oh mein Gott. Ich weiß nicht wie, wohin. Ich bin richtig verblödet gerade. Nein, 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 nein. Ja, gescheitert, ne? Müssen wir das wiederholen? Das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Besorg dir frische Munition, Rico. Die kommen sicher wieder. Ja, sollen die mal wiederkommen. Ich warte hier. Schlachtschiffe! Oh, vielleicht kann ich gleich weitermachen! Ja.
Die meinen das wirklich ernst. Rico, der EMP ist schwer beschädigt. Du musst ihn besser beschützen. EMP wieder bereit. Boah, gerade noch. Das Ding ist Wahnsinn. Alles fliegt in die Luft. Du solltest es Frigo 2000 nennen. Kein sehr aussagekräftiger Name. Geschafft oder nicht? Wie gescheitert? Mario ist tot? Das fasse ich jetzt nicht. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Das kann doch nicht wahr sein. Das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Besorg dir frische Munition, Rico. Die kommen sicher wieder. Ja, erstmal die Fallschirmspringer. Ja. Benutze den EMP. Feindliche Fahrzeuge in Reichweite. So. Wir kommen gut ohne sie zurecht, was, Rico? Frigo und etc. kämpfen wieder. Autsch. Oh, Mario, bitte geh weg da. Rico, noch mehr verdammte Soldaten? Wir konnten noch nicht den ganzen Spaß euch überlassen. Ich wusste, ihr könnt es nicht lassen. Ich muss sicherstellen, dass das EMP mit meinen Modifikationen funktioniert. Tod nützt du mir nicht, Rodriguez. Ah, das ist Annika. Oh, okay, okay. Das war Annika. Annika, willkommen bei Frigo und etc. Nicht neidisch sein, Rico, okay? Du bist ja auch wichtig, aber au! Wieder habe ich dir den Arsch gerettet, Rodriguez. Ja, der Test war erfolgreich. Mario. Sie ist so männlich, ich liebe es. Woher wusste Di Ravello, dass wir hier sind? Vielleicht kann er hellsehen oder Nein, so. Nein, das war Sheldon. Sheldon ist hellseher? Mario, ich traue ihm nicht, wir müssen ihn testen. Erzähl Sheldon, dass wir einen Angriff auf das Kraftwerk planen. Ist eine gute Idee. Ja, du legst den Köder. Mal sehen, ob die Ravello anbeißt. Da bin ich mal gespannt. Mission abgeschlossen. Alle Mann von Bord. Sehr nice. Ich untersuche eine Hypothese zur Energieversorgung der EMP-HSW, die Corda Dracon bewacht. Aber Militär- und Überwachungsequipment sorgt für Interferenzen und verhindert Scans. Befreie weiterhin Provinzen auf Insula Dracon. Verringere die Interferenzen. Alles klärchen. Ja, liebe Freunde, das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe auch oft Scheiße gebaut wieder. Typisch. ja. Trotzdem, Dankeschön. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Gorilla. Peace.